Helmut Wanicek. Ich habe in Wien Chemie studiert und promoviert und war danach 40 Jahre bei der Bayer AG tätig in der Forschung, in der Produktion und im Marketing. Seit einigen Jahren bin ich im Ruhestand und beschäftige mich auf Basis des Wissens, das ich damals mir angeeignet habe, und neuem zusätzlichen Wissen mit der Ökologie, mit der Ökonomie, mit der Energiepolitik und vor allem mit dem CO2-Hype und den neuen Wahrheiten, die von einer Gruppe von Leuten verkündet werden, die uns einreden wollen, dass die Welt demnächst untergehen wird. Ich habe auf der Basis drei Vorträge zusammengestellt mit den Titeln Elektromobilität und Energiewende, einen zweiten mit CO2, Fluch oder Segen, den ich heute vortragen werde, und der dritte in der Reihe heißt Kernkraft verständlich. Und diese drei Vorträge sollen insgesamt aufklären und sollen Wahrheiten bringen über Energiepolitik und die verfehlte Politik, die in Deutschland hier herrscht. Das Ziel des Vortrages ist es nicht, zu erklären, dass das CO2 ein Problem ist, sondern zu erklären, dass es kein Problem ist. Weiters sollen die Verhältnisse der menschlichen Wärmeerzeugung beleuchtet werden und in einigen Vergleichen Klarheit geschaffen werden. Der sogenannte Treibhauseffekt wird erklärt und behandelt. Und wo entsteht CO2, wo verbleibt es, wie verändert es sich und wozu wird es gebraucht? Unser Universum existiert seit etwa 13,6 Milliarden Jahren. Das ist eine lange Zeit, es ist aber auch eine kurze Zeit. Nach 5,4 oder 5,5 Milliarden Jahren entstand unsere Erde. Sie ist also etwa halb so alt wie unser Universum. In den ersten Momenten des Entstehens unseres Universums entstand auch die Physik. Es entstand die Zeit und es entstanden die Grundkräfte der Physik, die Schwerkraft, die starke Kraft, die elektromagnetische Kraft und die Kernkraft. Bei der Entstehung des Universums entstanden viele Sonnen. Sonnen sind die Energielieferanten in unserem Sonnensystem, in unseren Sonnensystemen. Und das sind Planeten, die bei Temperaturen von Hunderttausenden Grad Celsius Strahlung abgeben. Und diese Strahlung hat unterschiedliche Wellenlängen und aufgrund ihrer Wellenlängen auch ganz unterschiedliche Eigenschaften. Es beginnt bei der Ultrakurzwellenstrahlung, bei der Röntgenstrahlung, das ist die energiereichste Strahlung, die da abgegeben wird und die für uns Menschen gefährlich ist. Es geht dann weiter über die Röntgen- und die Ultraviolettstrahlung, dann zur Infrarotstrahlung und dann zum sichtbaren Licht, das unsere Welt so schön macht. Und dann gibt es auch bei den langwelligen Strahlen noch welche, die wir nicht sehen können und die wir nur künstlich wahrnehmen können, das sind die Radiowellen. Es entstanden zu Beginn des Universums die Grundatome, Wasserstoff, Helium und 0,1% anderer Elemente, die wir heute finden. Und was noch entstand, das war Wärme. Und mit der Wärme werden wir uns heute noch etwas länger beschäftigen. Was ist Wärme? Wärme ist Bewegung. Sie ist Bewegung bei Gasen und sie ist Bewegung bei Feststoffen. Bei Gasen ist die Wärme eine Bewegung, die wir nicht sehen können und die wir auch nur spüren, wenn die Gasmoleküle an unsere Haut stoßen, weil das Gas, das uns umgibt, nicht statisch ist und nicht in Ruhe ist, sondern durch die sogenannte Brownsche Bewegung schießt jedes einzelne Molekül im Raum hier hin und her und stößt mit anderen Molekülen zusammen. Und je schneller diese Bewegung, je intensiver diese Bewegung ist, umso heißer oder wärmer
ist dieses Gas. Etwas anderes ist das bei Feststoffen. Feststoffe fliegen ja nicht herum, sondern Feststoffe sind optisch in Ruhe, aber wenn man sie erwärmt, schwingen sie ebenfalls. Und man muss sich das so vorstellen wie auf diesem Bild, dass diese einzelnen Atome oder Moleküle eines Feststoffs mit Federn verbunden sind und innerhalb dieser Federkräfte schwingen die einzelnen Teilchen. Nun können Moleküle Energie aufnehmen durch Absorption. Und wir werden heute im Wesentlichen über die Absorption von Gasmolekülen sprechen. Denn so ein Gasmolekül wie CO2 oder Wasser, das ist aus drei Atomen aufgebaut und diese drei Atome können unterschiedliche Schwingungen aufnehmen. Sie können zueinander schwingen, sie können seitlich schwingen und alle diese Schwingungen haben eine ganz bestimmte Eigenfrequenz. Und diese Eigenfrequenzen nennt man Wanden und CO2 und Wasser können Wärme nur in ganz bestimmten Wellenlängenbereichen absorbieren. Nun ein kleiner Vergleich zur Sonnenenergie. Die Solarkonstante der Erde ist 1367 Watt pro Quadratmeter. Und das ist die Energiemenge, die die Erde auf unsere Oberfläche abstrahlt. Und auf der Oberfläche der Erde kommen davon noch 1025 Watt pro Quadratmeter an. Im Vergleich dazu ist die Wärme, die die Menschen erzeugen, 100.000 Terawattstunden pro Jahr. Und der Primärenergieverbrauch weltweit sind 96.000 Terawattstunden pro Jahr. Also die Wärme, die durch die Sonne pro Jahr auf die Erde kommt, sind 1.100 Millionen Terawattstunden pro Jahr. Das bedeutet, dass die Sonne 20.000 Mal mehr Wärme auf unsere Erde liefert, als der Mensch erzeugt. Es gab schon unterschiedliche Zustände auf unserer Erde, vor allem was unsere Atmosphäre anbelangt. Beim Ursprung der Erde war die Atmosphäre praktisch zu 100% CO2. Damals war die Erde auch noch relativ warm, aber sie war es nicht aufgrund des CO2s, sondern sie war es einfach aufgrund ihrer Entstehung. Und wie wir wissen, ist ja der Erdkern heute noch ein geschmolzener Eisen- und Lavakern. Dieses CO2 der Atmosphäre wurde in einem langen Prozess erst anorganisch gebunden von Oxiden, von Metalloxiden und sank im Laufe der Jahrmillionen dann auf 50% ab. Dann begann auch Sauerstoff zu entstehen und diese Zeit nennt man die große Sauerstoffkatastrophe. Sauerstoffkatastrophe deshalb, weil im Vorfeld schon eine ganze Menge Lebewesen einfacher Art entstanden sind und diese Lebewesen nicht in der Lage waren, mit diesen neuen Sauerstoffkonzentrationen zu leben. Sie starben also und es bildete sich eine neue Fauna und eine neue Flora, die mit diesen Bedingungen auf dieser Welt umgehen konnte. Und das war erst vor 500 Millionen Jahren. Und es entstanden die ersten Schalentiere, es entstanden Korallen, es entstanden Landpflanzen, Wirbeltiere, Insekten und dann der Mensch. Und heute haben wir eine Zusammensetzung der Luft, die im Wesentlichen aus Stickstoff besteht, zu 20% aus Sauerstoff. Und dann gibt es noch eine Reihe von Spurengasen. Das ist Kohlendioxid, Wasser im Wesentlichen, Wasserdampf, Argon und andere Edelgase und etwas Methan. Auf diesem Bild sehen Sie die Zusammensetzung der Atmosphäre, wie sie vor einigen Jahrzehnten war und wie sie heute ist. Und Sie werden feststellen, dass Sie rein optisch gar keinen Unterschied
sehen können. Denn die Veränderungen sind im sogenannten ppm-Bereich, also in Parts per Million. Dort ist eins dieser sogenannten Treibhausgase, nämlich CO2, in den letzten 50, 60 Jahren von 280 ppm auf 380 bis 400 ppm angestiegen. Insgesamt sind diese 400 ppm in der Atmosphäre etwa 3200 Gigatonnen. Und die Löslichkeit von CO2 in Wasser ist relativ groß. Bei 3 Grad sind das 3 Gramm pro Liter. Und die Löslichkeit von Gasen sinkt bei steigender Temperatur, bei 1,4, bei 25 Grad Celsius ist die Löslichkeit nur mehr 1,4 Gramm pro Liter. Das ist wesentlich, um zu verstehen, wie CO2 in unserer Welt entsteht und verbraucht wird. Denn das CO2 wird in gewaltigen Mengen im Meerwasser gelöst. Es wird in riesigen Mengen durch unsere Pflanzen verbraucht und es wird aber auch in etwa den gleichen Mengen vom Meer wieder ausgegast. Und was viele Menschen nicht wissen, unsere Wälder erzeugen nicht nur Sauerstoff, sie erzeugen auch CO2, denn jeder Baum, der sein Lebensende erreicht hat, fällt um, zerfällt und wird wieder zu genau so viel CO2, wie er im Laufe seines Lebens gebunden hat. Das Leben ist also ein Kreislauf. Und das sollten wir immer bedenken. Diese Welt ist nicht statisch. Diese CO2-Mengen, die wir heute erzeugen durch unsere Verbrennung und durch unsere industrielle Tätigkeit, diese CO2-Mengen verbleiben nicht in der Atmosphäre. Es gibt auch eine Reihe von Wetterphänomenen wie La Niña-Abkühlung oder El Niño-Erwärmung. Das sind Wetterphänomene, die dazu führen, dass sich diese CO2-Abgaben und Aufnahmen stark verändern. In der Vergangenheit wurden diese Ereignisse immer wieder von den sogenannten Mainstream-Medien genommen und der Untergang der Welt erklärt. So schrieb der Spiegel 2018, der Sommer, der nie endet. Aber kurz davor schrieb der Spiegel über den Untergang von Köln, weil das Meerwasser angeblich so stark ansteigen wird durch das Schmelzen der Pole. Nun kommen wir zu der Erderwärmung. Die große Frage ist, welche Verantwortung trägt der Mensch bei der Erderwärmung? Und selbstverständlich erwärmen wir die Erde, denn wenn wir im Winter in unserem Wohnzimmer sitzen, dann wollen wir dort 20 oder 22 Grad. Und das bedeutet, wir erwärmen die Erdoberfläche. Ob das nun Folgen für das Klima hat, muss man sich fragen. Der Beweis dafür, dass wir Menschen die Erdoberfläche erwärmen, sind solche Bilder wie dieses hier. Das ist eine Luftaufnahme von Stuttgart, wo man ganz deutlich sieht, wo Stuttgart wesentlich wärmer ist als die Umgebung von Stuttgart. Was man hier aber auch sieht, dass diese Aufnahmen aus dem Weltall gemacht werden oder aus großen Höhen zumindest. Und das heißt, in diesen großen Höhen nimmt man im Film das auf, was von dieser Fläche abgestrahlt wird. Das heißt, diese Wärme, die in Stuttgart zusätzlich durch den Menschen erzeugt wird, die wird auch intensiv in das Weltall abgestrahlt. Wo wir noch sehr stark beitragen, um die Erdoberfläche unnötig zu erwärmen, das ist vor allem die Flächenversiegelung. Durch die Flächenversiegelung verhindern wir die Verdampfung des Wassers an der Oberfläche der Erde. Und es ist ganz egal, ob wir unsere Häuser bauen und dann unser Regenwasser versickern. Diese Fläche, wo wir unsere Häuser bauen, ist der Verdampfung entzogen, denn das Wasser, das wir unterirdisch versickern, wandert unterirdisch in die Flüsse
und landet am Ende im Meer, ohne verdampft zu werden. Und nun ein kleiner Vergleich, der das auch erklärt, welch großes Problem diese fehlende Verdampfungskühlung ist. Die Regenmenge in Deutschland ist durchschnittlich 590 Liter pro Quadratmeter und Jahr. Und die Verdampfungswärme, also jene Wärme, die man benötigt, um ein Kilogramm Wasser in ein Kilo Wasserdampf umzuwandeln, sind 0,63 Kilowattstunden pro Kilogramm. Die Wärme, die man zur Regenverdampfung braucht, ist also 371 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Und vergleichen Sie das mit dem Energieverbrauch in Deutschland, das sind 2591 Milliarden Kilowattstunden, dann ist das der Regen, dann ist das jene Energiemenge, die man braucht, um den Regen, der auf 7000 Quadratkilometer Deutschlands fällt. Und wenn Sie nun bedenken, dass die Verkehrsflächen in Deutschland alleine 17.000 Quadratkilometer sind und die Gebäudeflächen nochmal das gleiche, dann sehen Sie, welchen großen Unterschied wir dadurch erzeugen, dass wir diese Flächen versiegeln und die Verdampfungskühlung der Erde behindern. Die Abwärme von 8 Milliarden Menschen auf der Erde beträgt 80 Watt pro Mensch. Das sind 5600 Terawattstunden pro Jahr. Das entspricht der Leistung von 460 Kernkraftwerken. Das ist alleine die Abwärme, die wir als Mensch erzeugen. Nur dadurch, dass wir leben und dadurch, dass wir auch arbeiten. Unser Energieverbrauch beträgt 142.000 Terawattstunden pro Jahr. Und eine Terawattstunde sind 8,6 Millionen Kilokalorien. Und das bedeutet, dass man mit dieser Wärme einen Kubikkilometer Wasser um 1.200.021 Grad erwärmen kann. Das klingt im ersten Ansatz sehr viel. Jedoch ist die Wassermenge der Erde 1,386 Millionen Kubikmeter, sodass man mit der gesamten Energiemenge, die die Menschheit erzeugt, durch die menschliche Abwärme und die industrielle Abwärme zusammen, dass das Wasser der Erde gerade mal um 0,00088 Grad erwärmen kann. Oder in 1000 Jahren um 0,88 Grad. Die letzten 3000 Jahre der Menschheitsgeschichte waren durch unterschiedliche Warm- und Kaltphasen gekennzeichnet, wobei die Warmphasen immer eine Blüte der Menschheit mit mehr Nahrungsmitteln und mit einer Entwicklung der menschlichen Kulturen einherging. In den letzten 100 Jahren kommt unsere Erde aus einer kleinen Eiszeit und dadurch erwärmt sich das Klima. Das ist etwas, was in den vergangenen Jahrtausenden schon mehrfach passiert ist. Diese Erwärmung scheint nun auch ein Ende genommen zu haben, denn über die letzten 10, 12 Jahre kann man keine weitere Erderwärmung feststellen, auch wenn dies sehr oft kolportiert ist. Denn die Frage ist immer, wo beginnt man mit diesen Messungen? Dieses Bild macht auch deutlich hier den Zusammenhang zwischen den Erdtemperaturen und der CO2-Konzentration. Und man sieht ganz deutlich, dass es diese klare Abhängigkeit einfach nicht gibt. Sie sehen hier, wie die Erdtemperatur abfiel, wieder anstieg, abfiel und wieder anstieg, ohne dass sich die CO2-Konzentration in der Atmosphäre geändert hat. Dann kam es zu einem Abfall der Temperatur, der in den letzten Jahrzehnten dann auch relativ steil war.
wobei gleichzeitig aber bereits ein Anstieg der CO2-Konzentration war. Und danach kam es wieder zu einer Erwärmung, die in diesem Fall parallel geht mit einem Anstieg der CO2-Konzentration, aber danach kam es wieder zu einer Abkühlung. Also es gibt keinen Zusammenhang zwischen der CO2-Konzentration und der Temperatur auf der Erde. Sie sehen, wir hatten schon 100% CO2, wir hatten 50% CO2 und wir leben heute mit einem außerordentlich niedrigen Level an CO2, nämlich unter 0,05%. Hier noch einmal das Bild der Zusammensetzung der Luft und hier sehen Sie nochmal zusätzlich den Wasserdampf. Das sind 30 bis 140 Mal mehr Moleküle als CO2. Auf ein CO2-Molekül kommen 82.000 Wassermoleküle. Und wir wissen, dass der sogenannte Treibhauseffekt von Wasser erheblich stärker ist als der von CO2. Nun, was ist ein Treibhauseffekt? Das Problem ist, dass mit diesem Begriff falsche Umstände beschrieben werden. Aber das hat sich so eingebürgert. Wie funktioniert ein Treibhaus? Ein Treibhaus ist ein Häuschen, überwiegend aus Glas und ist geschlossen. In dieses Treibhaus scheint die Sonne. Und diese Sonnenstrahlen, die relativ kurzwellig und energiereich sind, werden beim Auftreffen auf einen Gegenstand in Infrarotstrahlung verwandelt, also in Wärmestrahlung. Man nennt diese Verschiebung die Wien'sche Verschiebung. Nun sind die Verhältnisse in einem Treibhaus so, dass diese Infrarotstrahlen das Treibhaus nicht mehr verlassen können. Und zwar deshalb, weil Strahlen an Feststoffen reflektiert werden. Und sie werden nicht an Gasen reflektiert, sondern nur an Feststoffen. Und so verbleibt diese Wärme innerhalb dieses Treibhauses und erwärmt die Luft. Und davon profitieren wir, indem wir in Treibhäusern unsere Tomaten züchten. Und Sie werden noch niemanden gesehen haben, der vom Treibhaus das Dach wegnimmt. Denn dann ist es kein Treibhaus mehr und die Tomaten werden auch nicht reif werden. Im Internet sieht man noch weitere sonderbare Bilder und Dinge, wie hier, wo die Treibhausgase als eine Art Dach in der Atmosphäre dargestellt werden. Das ist natürlich großer Unsinn. Gase sind vollkommen mischbar und das CO2, das in unserer Atmosphäre ist, ist vollkommen gleichmäßig vermischt mit all den anderen Gasen, die vorhanden sind. Nun kommen wir zur Absorption von Gasen, von Strahlung und natürlich von unserem CO2-Molekül. Man kann das sichtbare Licht, weißes Licht, in verschiedene Farben zerlegen. Und diese unterschiedlichen Farben bedeuten unterschiedliche Wellenlängen. Und wenn man aus diesen Wellenlängen, aus diesen verschiedenen Wellenlängen nun eine Wellenlänge herausfiltert, dann hat man eine sogenannte monochromatische Strahlung. Und schickt man nun durch ein Gefäß mit CO2 Licht unterschiedlicher Wellenlängen, indem man bei kurzwelligem Licht beginnt und bis zum langwelligen, und wenn man dann die Intensität dieses Lichtes hinter diesem Gefäß aufzeichnet, dann erhält man ein Spektrum. Und wenn man das mit dem Infrarotlichtbereich macht, dann erhält man ein Infrarotspektrum. Und hier auf dem Bild sehen Sie so ein Spektrum von CO2 und daneben sehen Sie die unterschiedlichen Schwingungen, die so ein CO2-Molekül eingehen kann, wo es diese Wärme absorbiert und wo es diese Wärme nicht absorbiert.
Und dividiert man nun die Lichtmenge, die durch das Gefäß durchgegangen ist, durch die Lichtmenge, die auf das Gefäß aufgestrahlt hat, dann erhält man die sogenannte Extinktion oder Auslöschung. Auf diesem Bild sehen Sie ganz oben die unterschiedlichen Strahlen, die auf unsere Erde kommen, vom ultravioletten Licht bis zum sichtbaren und bis zum infraroten. Und Sie sehen den Bereich, wo die Sonne auf die Erde strahlt. Die Sonne ist eine Art Strahler, der bei 5235,25 Grad abstrahlt. Und hier sehen Sie, dieses Spektrum strahlt so ein Körper ab. Aber diese Sonnenstrahlen müssen ja noch durch unsere Atmosphäre, bis sie auf unserer Erde ankommen. Und da sehen Sie hier darunter den roten Bereich. Und dieser rote Bereich hat eine Reihe von Zacken, wo das Licht nicht auf unsere Erdoberfläche kann. Das beginnt beim sehr kurzwelligen Bereich, also beim UV-Bereich. Dort wird diese Strahlung schon von der Ozonschicht abgefangen und absorbiert und kommt nicht auf unsere Erde. Und dann sehen Sie weitere Bereiche bei eher langwelligem Licht und dort einige Absorptionsbande, die dann durch andere Gase verursacht werden, wie Wasser, CO2 und andere Spurengase. Und Sie sehen hier drunter das Summenspektrum dieser Gase und genau darüber sehen Sie, dass diese Strahlung nicht zur Erde kann, weil sie hier absorbiert wurde. Das gleiche Prinzip bei der Einstrahlung gibt es natürlich bei der Abstrahlung. Und Sie sehen, dass hier die Einstrahlung von einem Körper mit 5200 Grad erfolgt und die Abstrahlung von der Erde von einem Körper mit etwa 210 bis 310 Grad Kelvin, also von minus 50 bis 100 Grad. Das sind die Temperaturen, die wir in etwa auf der Erdoberfläche haben. Ja, und warum strahlt die Erde nicht dieses Spektrum dieses Strahlers ab? Es passiert deswegen, weil eben in dem Bereich vor allem Wasserdampf absorbiert. Und diese Bereiche, in diesen Bereichen ist die Atmosphäre praktisch geschlossen für die Abstrahlung. Nun hat das CO2 solche Absorptionsbanden im Wesentlichen in dem Bereich, in dem auch der Wasserdampf absorbiert. In dem Bereich ist also CO2 unwirksam, weil die Infrarotstrahlung schon vom Wasser vollkommen absorbiert wurde. Es gibt einen einzigen Bereich, in dem CO2 absorbiert, wo Wasser nicht absorbiert, und das ist bei 13,5 Mikrometer. Und diese Bande bei 13,5 Mikrometer ist auch relativ stark. Das heißt, das CO2 verschließt die Atmosphäre in diesem Bereich sehr stark. Nun können wir ganz einfach berechnen, wie viel von dieser Wärmemenge bei diesen 13,5 Mikrometer absorbiert werden. Und hier sehen Sie die Daten, die muss man im Einzelnen nicht verstehen, aber ich präsentiere es hier, damit es jeder nachrechnen kann, der das möchte. Aber das Ergebnis dieser Rechnung ist ganz eindrucksvoll. Denn die Transmission von CO2 bei der Konzentration, die wir heute in unserer Atmosphäre haben, ist 10 hoch minus 2,2. Das heißt, von einem Teil der Strahlung kommen nur 0,0063 Teile in einer Höhe von 10 Meter an. Das bedeutet, dass in einer Höhe von 10 Meter bereits die gesamte Strahlung, die von der Erde abgestrahlt wird, in diesem Bereich, wo CO2 absorbiert,
vollkommen absorbiert ist. Und wenn wir dann noch in höhere Höhen gehen, wie 10.000 Meter, dann sehen Sie, dass das restliche Infrarotlicht praktisch null ist. Und das Ergebnis dieser Rechnung heißt ganz einfach, dass eine Veränderung der CO2-Konzentration in den Bereichen, mit denen wir es jetzt zu tun haben, praktisch irrelevant sind. Schon bei 280 ppm, das waren die Konzentrationen, die wir in vorindustrieller Zeit hatten, hat das CO2 die gesamte Wärmemenge bei den Banden 13,5 Mikrometer absorbiert. Ein Mehr an CO2 bewirkt keine weitere Erwärmung. Nun, dieses Bild zeigt das auch eindrucksvoll, dass es diesen Zusammenhang zwischen CO2 und Erdtemperatur nicht gibt. Hier sehen Sie die Erdtemperaturen, wie sie geschwankt haben, hier die arktische Vereisung und darunter die CO2-Konzentration, die mittlerweile bedenklich gering geworden ist. Und das ist der Bereich, den Sie im nächsten Bild sehen. Und hier sehen Sie einen CO2-Anstieg, der sonderbarerweise genau mit dem Ende der letzten Eiszeit beginnt. Es ist also offensichtlich so, dass es eine Erderwärmung gibt. Diese Erderwärmung an der Oberfläche ist auch vom Menschen verursacht. Aber die Erwärmung des Globus ist sicher nicht vom Menschen verursacht, weil dafür die Wärmemengen, die der Mensch und die Industrie erzeugen, gar nicht in der Lage sind. Der CO2-Anstieg kommt offensichtlich daher, weil durch das Ende der Eiszeit es zu einer Erderwärmung kommt und dadurch die Löslichkeit von CO2 in den Meeren etwas geringer ist. Und das heißt noch nicht mal, dass das CO2 nun aus dem Meer wieder ausgast, sondern es heißt nur, dass sich das Gleichgewicht etwas verschoben hat, dass sich etwas langsamer das CO2 im Meer löst und dadurch wir einen leicht erhöhten Level der CO2-Konzentration über dem Wasser haben. Nun möchte ich noch eins zu bedenken geben. Der CO2-Gehalt der Luft von 380 ppm liegt am unteren Ende der erdgeschichtlichen Konzentration. Eine Erhöhung auf 600 ppm steigert das Pflanzenwachstum um 30-50%. Und diesen Effekt macht sich der Mensch auch zunutze, indem er in Gewächshäusern eine erhöhte CO2-Konzentration einführt. Es wird also CO2 in das Gewächshaus geblasen, um diesen Wert zu erreichen und dadurch eine erhöhte Ausbeute an Pflanzen zu bekommen. Umgekehrt sieht man, dass wir uns schon in sehr niedrigen CO2-Konzentrationen bewegen, wenn man bedenkt, dass ein weiteres Absinken der CO2-Menge auf unter 150 ppm dazu führen würde, dass eine ganze Reihe unserer Pflanzen sterben würden. Und bei 50 ppm hätten wir das absolute Minimum erreicht, denn bei 50 ppm sterben alle Pflanzen. Und das bedeutet den Tod aller Tiere und aller Menschen. Hier sehen Sie, wie das Pflanzenwachstum mit dem CO2-Gehalt der Atmosphäre zusammenhängt. Es gibt zwei Typen von Pflanzen, die zwei unterschiedliche Stoffwechsel haben. Man nennt das C3-Pflanzen und C4-Pflanzen. Der Unterschied im Stoffwechsel ist einfach, dass bei den C3-Pflanzen der Stoffwechsel über Moleküle mit 3 Kohlenstoffatomen läuft und bei C4-Pflanzen über Moleküle mit 4 Kohlenstoffatomen. Und Sie sehen hier, dass 10% unseres Pflanzenmaterials dieser Welt C4-Pflanzen sind, die relativ robust sind,
aber natürlich bei 0% CO2 auch aufhören zu wachsen. Unsere C3-Pflanzen, und das sind 90% unserer Pflanzenarten, und das sind im Wesentlichen die Pflanzenarten, von denen wir leben, nämlich Getreide, die hören bereits bei 50 ppm praktisch auf zu wachsen. NASA-Bilder zeigen, dass in den letzten Jahrzehnten der Grüngürtel der Erde gewachsen ist. Das ist ein klarer Zusammenhang dafür, das Beweis dafür, dass die leicht erhöhte CO2-Konzentration in der Atmosphäre bereits positive Auswirkungen hat. Dieses Faktum kann nicht geleugnet werden. Die NASA widerlegte den Klimabericht und bestätigte, die Antarktis-Polkappen wachsen um 135 Milliarden Tonnen pro Jahr. Auch da sehen wir, dass sich diese Katastrophenmeldungen nicht realisieren, sondern dass wir bereits eine leichte Umkehr der Erderwärmung haben, die natürlich nicht mit den Menschen zusammenhängt. Bei den globalen CO2-Emissionen muss man eins erkennen, dass der Beitrag Deutschlands verschwindend ist. Und das bedeutet nicht, dass Deutschland das Klima so stark verändert, sondern das bedeutet, dass Deutschland auch durch alle Maßnahmen der Dekarbonisierung praktisch nichts verändern wird. Das IPCC fordert von uns, dass wir in den nächsten Jahren den CO2-Ausstoß halbieren. Und das, damit die Welt nicht angeblich in einen unumkehrbaren Erwärmungszustand kommt. Das sind die Daten von IPCC. Gleichzeitig wurden Abkommen mit den großen Nationen dieser Erde geschlossen, mit China, mit Indien, mit Russland und anderen Staaten, die ihren CO2-Ausstoß bis 2030 verdoppeln dürfen, während die Industriestaaten USA und Europa und Deutschland in geringem Maß die CO2-Emission verringern sollen, die bei weitem kompensiert wird. Das bedeutet, das IPCC belügt sich selbst. Denn diese Reduzierung, die gefordert wird, bis 2030, ist in keinem Zusammenhang mit den tatsächlichen Verträgen. Es ist heute schon klar, dass der Gesamtausstoß an CO2 auf dieser Welt in den nächsten Jahren dramatisch steigen wird. Wenn nun die Aussage stimmt, dass bereits heute bei weiterer CO2-Emission auf dem Level, wie wir es heute haben, zu einer unumkehrbaren Erhitzungssituation der Erde führt, dann muss man sich fragen, warum treffen wir diese Maßnahmen, dass wir marginal CO2 einsparen, uns aber nicht auf den Untergang der Erde vorbereiten. Denn der Untergang der Erde wurde ja ganz offensichtlich beschlossen, indem man diesen Staaten erlaubt, ihre CO2-Emission dramatisch zu erhöhen. Und hier sehen Sie nochmal gegenübergestellt, wie viel in den nächsten Jahren bis 2030 eingespart werden soll, nämlich 4,4 Milliarden Tonnen pro Jahr. Und dazu kommen sollen aber 18,4 Milliarden Tonnen pro Jahr. Bedeutet das, dass IPCC den Weltuntergang geplant hat? Auch der Ausstieg aus der Kohle ist eine Lüge. Diesen Ausstieg aus der Kohle soll es nur in Deutschland geben. Weltweit ist ein Kohleausstieg überhaupt nicht in Sicht. Die 120 größten Kohlekonzerne haben aktuell knapp 1400 neue Kraftwerke in 39 Ländern in Planung oder sogar schon im Bau.
Damit kämen neue Kapazitäten von gut 670 Gigawatt dazu. Das entspricht einem Drittel der aktuell installierten Kapazitäten. Und dies alles mit Kohle. Die Daten wurden von 29 Umwelt- und Klimaschutzorganisationen zusammengetragen, darunter auch aus Deutschland. Der weltweite CO2-Ausstoß stieg in den Jahren 1960 bis 2016 von etwa 10.000 Millionen Tonnen pro Jahr auf 35.000 Millionen Tonnen pro Jahr und ist in den letzten Jahren konstant geblieben. Wenn man nun diesen industriellen CO2-Ausstoß noch addiert mit dem CO2-Ausstoß, den die Natur von sich aus macht, nämlich durch Verrottung der Pflanzen oder durch Verrottung und Oxidation anderer kohlenstoffhaltiger Stoffe und Verbindungen, dann sehen Sie in diesem Bild hier, wie gewaltig die Natur CO2 ausstößt im Vergleich zu Menschen. Hier sehen Sie noch die menschliche Atmung in Braun und darüber die industrielle Erzeugung von CO2. Ich habe in diesem Bild darauf verzichtet, hier einen Anstieg in den nächsten Jahren bis 2100 zu prognostizieren, weil wir das nicht wissen. Aber die Situation, die wir heute haben, ist einfach so, dass der Einfluss des Menschen marginal ist. Und das CO2 des Menschen unterscheidet sich natürlich nicht vom CO2 der Natur. Es wird manchmal suggeriert, dass das CO2 des Menschen jenes ist, das in der Atmosphäre verbleibt. Aber die Physik und die Chemie kennen keinen Unterschied zwischen menschlichem CO2 und natürlichem CO2. Und hier sehen Sie noch zur Unterhaltung auch ganz oben den Einfluss von Deutschland. Nochmal zurück und nochmal vor. Hier oben, das ist der Einfluss von Deutschland. Das ist jene CO2-Menge, die wir in Deutschland einsparen können, indem wir unsere gesamte Industrie ruinieren. Die Globalmengen an CO2 stellen sich so dar, dass im Jahr 1958 etwa 2000 Milliarden Tonnen CO2 in der Atmosphäre waren. Und das, was Sie hier an den braunen Balken sehen, das ist die CO2-Menge, die die Menschheit seit 1958 bis heute emittiert hat. Und daneben sehen Sie den blauen Balken mit der Gesamtmenge CO2 in der heutigen Atmosphäre. Sie sehen also, von der gesamten CO2-Menge, die durch den Menschen hinzugekommen ist, ist nur ein geringer Teil heute noch in der Atmosphäre. Und das ist eben jener Teil, der zu der neuen Gleichgewichtsbildung nötig ist. Würde die Menschheit weiter genauso viel CO2 ausstoßen wie heute, würde der Atmosphärengehalt konstant bleiben, weil der Rest offensichtlich verschwindet. Und wo verschwindet er? CO2 verschwindet im Wesentlichen in den Meeren. Und was passiert in den Meeren? Das CO2 wird dort gelöst und wie wir wissen, gibt es eine Menge von Organismen und Lebewesen, die von CO2 leben. Es sind die Algen, es sind die Mikroben und es sind auch die Schalentiere, die das CO2 zum Aufbau ihrer Kalkpanzer benötigen. Alle diese Lebewesen leben nicht ewig. Sie binden also CO2 und sterben irgendwann. Und wenn sie gestorben sind, dann sinken sie zu Boden und nehmen also das gesamte CO2, das sie im Laufe ihres Lebens gebunden haben, mit auf den Meeresboden. Und auf dem Meeresboden herrschen Bedingungen, die diese organischen Substanzen zersetzen.
Und diese organischen Substanzen werden im Wesentlichen zu Methan. Und dieses Methan wird in diesen Tiefen und unter diesen Drücken und Temperaturen vom Wasser als Kristall gebunden und lagert am Boden der Meere als Methanhydrat. Man kennt, man weiß, die Lagerstätten an Methanhydrat auf unserer Erde sind gigantisch. Sie mögen wachsen durch unsere erhöhte CO2-Emission, aber es ist der natürliche Kreislauf, dass sich das CO2 am Ende am Meeresboden wiederfindet und dort als Methanlager bleibt. Nun bleibt die Frage, haben wir einen Klimawandel durch CO2-Anstieg? Nein, wir haben einen CO2-Anstieg durch den Klimawandel. In Warmzeiten löst sich etwas weniger CO2 im Meer, deshalb steigt die Konzentration in der Atmosphäre leicht an. Historisch steigt der CO2-Gehalt der Atmosphäre ca. 1000 Jahre nach einer Erwärmung. Es gibt also einen Nachlauf. Und das CO2 hat allenfalls einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Erdtemperatur, weil, wie wir vorhin gehört haben, die Absorption schon vollkommen erledigt ist, auch durch 280 ppm CO2. Nun wird kolportiert, dass das CO2 auch zu einer Versäuerung der Ozeane führt. Nun, diese Versäuerung soll die Schalentiere schädigen, die aber ihrerseits aus CO2 aufgebaut sind. Es ist also völlig unmöglich, dass die Schalentiere durch das zerstört werden, was sie eigentlich zum Leben und zum Aufbau brauchen. Und das wird auch nicht passieren. Selbstverständlich gibt es verschiedene Bereiche auf unserer Welt, wo Schalentiere in erhöhtem Maße sterben. Das hat aber wesentlich andere Gründe. Nun eine kurze Zusammenfassung. CO2 in unserer Atmosphäre ist überlebensnotwendig. Wir alle leben von CO2. CO2 ist nicht giftig. Die Erde existierte mit wesentlich höheren CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre bei niedrigeren Temperaturen. Dieser Zusammenhang zwischen CO2-Konzentration und Erdtemperatur ist also falsch. Den Treibhauseffekt durch CO2 gibt es nicht. Zu wenig CO2 in der Atmosphäre wäre sehr gefährlich für unser Überleben. Die Pflanzen wachsen zum Glück bei erhöhtem CO2-Angebot schneller, was zur Ernährung der steigenden Weltbevölkerung beiträgt. CO2 wird in riesigen Mengen in den Ozeanen zu Methan und Methanhydrat abgebaut, das möglicherweise die Energiereserve der Zukunft ist. Und eine Versäuerung der Ozeane und Tod der Schalentiere ist durch CO2 unmöglich. Also, gibt es eine Gefahr durch Treibhausgase? Nein. Erst die Treibhausgase ermöglichen das Leben auf der Erde. Seien wir froh, dass wir sie haben. Nicht das Klima ist bedroht, sondern unsere Freiheit.